Hallo, willkommen zurück nach der Sommerpause. Zuerst mal ein kleines Status-Update, was so alles passiert ist oder was nicht passiert ist. Das ist vielleicht interessanter. Und zwar der angekündigte Cube Reloaded befindet sich immer noch im Boxenstopp. Es gab das ein oder andere Problem. Dafür wird es aber ein entsprechend langes Video geben. Und das wird voraussichtlich noch in diesem Jahr veröffentlicht. Also es darf ja, es folgt Spannung. Und es gibt auch den einen oder anderen Witz, meistens auf meine Kosten. Aber wie gesagt, das ist ein anderes Thema. Das ist jetzt ein Nebenschauplatz. Heute geht es primär um die Röhren Philips B, Römisch 6. Philips D, Römisch 6 und die Philips E. Die B und die D sind Raumladetetroden. Was ist eine Raumladetetrode? 1917 hat Walter Schottky bei Siemens die SS1 entwickelt. Sie gilt als erste Raumladetetrode. Zu dieser Röhre gab es auch schon ein eigenes Video. Er hat erkannt, dass wenn bei der Röhre ein Steuergitter oder wie er es nannte, ein Schutzgitter direkt über der Kathode ist, dass dieses Schutzgitter die Elektroden vorbeschleunigt und es somit ermöglicht, dass die Röhre mit geringerer Anodenspannung arbeiten kann und somit trotzdem noch einen guten Verstärkungsfaktor liefert. Der Nachteil bei Raumladetetroden ist aber eigentlich der, dass diese Röhren nur einen geringfügigen oder einen geringen Anodenstrom liefern können. Wie gesagt, zu dieser Röhre gibt es ein eigenes Video. Die Glasqualität war damals noch bescheiden, deshalb gibt es kein vernünftiges Bild. Aber dafür gibt es natürlich mit Spitze. Und wie gesagt, das war 1917 und 1923, 24 hat Philips, wie gesagt, die B entwickelt. Die B war eine direkt geheizte Röhre mit Wolframkathode mit einer Heizspannung von ungefähr 1,6 bis 1,8 Volt bei einem Heizstrom von 0,15 Ampere. Die B Römisch 6 war ausgestattet mit einem regulären vierpoligen Europasockel plus einer Seitenschraube. Und zwar diese Seitenschraube hat das Raumladegitter gehalten, also nicht gehalten, sondern die Spannungsversorgung für dieses Gitter geliefert. Meine Variante der B ist leider stark gegettert. Insofern ist selbst bei Kampfbeleuchtung kein vernünftiges Foto von der Röhre möglich. Man sieht nur die Silhouette, aber kann ungefähr sich vorstellen, wie das System aussieht. Man sieht abgesehen vom Pumpstutzen mit Spitze, wie gesagt, die Halterung der beiden Systeme, also Entschuldigung, der beiden Steuergitter. Hier ist das zweite Steuergitter. Das ist das Raumladegitter. Das ist der Quetschhalter für die Kathode, also der Wolframdraht. Das ist das Ganze von der Seite. Man sieht, wie gesagt, hier das System etwas besser im Aufbau. Das ist ein typisches Aufbau für 20er Jahre. Auch zu sehen ist, warum Röhren als Glühbirnen bezeichnet werden, weil natürlich die Produktion war auf denselben Maschinen und die Ähnlichkeit ist mehr als zufällig. Es ist dieselbe Maschine gewesen, insofern sahen die ersten Röhren wie eine Glühbirne aus. Man sieht hier, wie gesagt, den Quetschfuß, die mit Glasröhrchen isolierten Drähte. Den Blechs,
den Blechsockel mit der besagten Schraube. Das ist jetzt der Versuch, das System selbst zu fotografieren, wie gesagt, durch den Gitterspiegel. Fast unmöglich. Aber die Bilder der B, Entschuldigung, der D und der E sind wesentlich besser, die haben keinen Gitterspiegel. Noch ein kleiner Gag am Rande zum Thema Glühbirnen. Selbst im Original Philips-Datenblatt wurden diese Röhren als Lampen bezeichnet. Das Datenblatt ist natürlich in der Videobeschreibung verlinkt, sowie natürlich auch alle Röhrenbilder, die halt auf der Webseite natürlich eine bessere Qualität haben als jetzt hier im Video. Machen wir weiter mit der D, D römisch 6. Diese werde ich auch gleich auf dem Neuberger vorführen. Sie hatte bereits eine Heizspannung von 3,5 Volt bei 0,5 Ampere Heizstrom und arbeitete mit Anodenspannungen von ungefähr 12 Volt und einer Raumladespannung von ungefähr 2 bis 4 Volt, was natürlich ideal war für batteriebetriebene Geräte, weil damit war es möglich, die schweren Akkumulatorenzellen einzusparen, die natürlich am Gewicht geknabbert haben. Was der große Vorteil der Raumladetetrode war, sie kam halt mit geringer Anodenspannung aus. Der Sockel ist wie gesagt ein Europasockel und mit einer zusätzlichen Schraube, die wie gesagt das Raumladegitter versorgt hat. Die D ist der direkte Nachfolger der B, sieht somit optisch sehr identisch aus, inklusive dem Pumpstutzen. Jetzt sieht man hier natürlich sehr viel besser den Aufbau des Systems. Das hier ist der eingequetschte Wolframdraht, der die Kathode ist. Das hier ist das zweite Gitter, was bei einer Raumladetetrode das eigentliche Steuergitter ist. Und das hier ist das Raumladegitter, das möglichst nah an der Kathode ist. Das ist nochmal eine Detailaufnahme vom System, inklusive dem Quetschfuß. Hier sieht man auch schön, wie die Drähte eingequetscht und durchgeführt werden. Inklusive der Glasröhrchen, um die Drähte voneinander zu isolieren. Hier ist nochmal eine Detailaufnahme des Sockels, Blechsockel. Hier sind die Glasröhrchen für die Drähte. Die Röhre ist teilweise, ob's war zu schnell, genau, ist teilweise punktgeschweißt und teilweise gequetscht. Also der Wolframdraht ist eingequetscht, während die anderen Elemente des Systems punktgeschweißt sind. Das ist eine Detailaufnahme des Systems. Hier sieht man jetzt auch, wie nah das Raumladegitter an der Kathode ist. Das ist das Raumladegitter, das hier ist das Steuergitter und das ist der Anodenzylinder. Ganze mit etwas anderer Beleuchtung. Das ist eine Seitenansicht. Man sieht jetzt hier, wie gesagt,
Das ist das Raumladegitter. Das ist das Steuergitter. Das Anodenblech. Etwas anderer Winkel. Hier ist der Wolframdraht. Das ist das Ganze von oben. Noch eine Seitenansicht des Systems inklusive der gestanzten, zu Punkt geschweißten und gequetschten Verbindungen. Und das ist der besagte vierpolige Europasockel mit der Straube. Zur B habe ich, wie gesagt, also auch ein Datenblatt. Entschuldigung, zur D, Rumpf. Und zwar, die D hat, wie gesagt, eine Anodenspannung von 12 Volt, also bis zu 12 Volt. Eine La Spannung für das Raumladegitter von 10 Volt oder 6 Volt. Und erreicht somit bei einer Spannung des Steuergitters von maximal 12 Volt ein Strom von ungefähr, ja, knapp über 1,4 Milliampere. Kann ja auch mal zoomen. Bei einer geringeren Anodenspannung von 8 Volt und 6 Volt Raumladespannung habe ich immerhin noch knapp, ja, 0,85 Milliampere. Und man sieht, diese Röhren waren schon ausgelegt für den Betrieb mit positiven Steuergittern. Die Kurve war in, ich will jetzt nicht sagen weiten Bereich, aber von ungefähr minus 2 Volt bis ungefähr 1 Volt. Einigermaßen linear, also im Großen und Ganzen linear. Und es war für die damalige Zeit revolutionär. Wie gesagt, die B, Entschuldigung, die D, Krumpf, stelle ich gleich auf den Neuberger vor, weil ich habe sie noch nicht selbst getestet. Also die Aussage, Heizfaden okay, war vom Vorbesitzer. Das wird sich gleich zeigen. Und die Belegung ist, wie gesagt, wie bei fast allen Raumladetetroden, dass das Steuergitter an der Seitenschraube ist. Also das Steuergitter im Sinne von Raumladegitter, muss mich korrigieren, und das Steuergitter, was in der Röhre das zweite Gitter ist, ist auf dem Sockel ausgeführt. Weil bei Raumladetetroden ist, wie gesagt, das erste Gitter die Raumladeelektrode und das eigentliche Steuergitter ist das zweite Gitter gesehen von der Kathode. Und die dritte Röhre, die hier vorgestellt wird, ist, wie gesagt, die E. Wobei es sich bei der Philips E um eine reguläre Triode handelt, die optisch auch schon sehr ähnlich ist zur D. Sie stammt aus einem ähnlichen Zeitraum, hat aber einen kleinen Unterschied. Es fehlt was, nämlich die Spitze. Die E war, wie gesagt, schon eine Röhre, die einen Pumpstutzen hatte. Kommen wir aber gleich zu, gehen wir mal systematisch vor.
Ups. Der Kolben war relativ groß im Vergleich zum System. Man sieht hier, wie gesagt, noch Philips E. Der Aufbau ist auch sehr ähnlich, um nicht zu sagen gleich. Die Kathode, der Wolframdraht ist gequetscht. Alles andere ist punktgeschweißt. Die Halterung des Anodenzylinders ist auch identisch. Und die Änderung ist der, es gibt jetzt einen Pumpstutzen, und zwar in der Röhre. Der Pumpstutzen selbst wird jetzt rausgeführt im Sockel und ist somit geschützt, was eines der größten Probleme der ersten Röhren waren, dass natürlich die Spitze nicht nur Preistreiber bei den Auktionsplattformen ist, sondern auch natürlich sehr empfindlich ist gegen Stöße und gerne auch mal abgebrochen ist. Deshalb war das auch eine große Innovation, dass halt der Pumpstutzen nach innen verlegt worden ist und somit geschützt war im Sockel und damit halt die Röhre ein bisschen robuster wurde. Das ist nochmal eine Detailaufnahme. Bei der E wurden jetzt auch die Glasröhrchen weg, ist rationalisiert, die die Drähte voneinander isoliert haben. Das ist das System von der Seite. Ähnlicher Aufbau, wie gesagt, wie bei der D. Die gequetschte Kathode. Das Steuergitter. Wobei das Steuergitter, das ist nochmal eine andere Großaufnahme vom System. Man sieht, wie gesagt, das Verhältnis von Kolben zum System selbst. Das ist eine Seitenansicht. 50 bis 200 Volt Anodenspannung. Ist jetzt hier ein bisschen besser zu lesen bei 4 Volt Heizspannung. Und man sieht jetzt, wie gesagt, nochmal ein Detail vom Gitter, das wie gesagt die klassische Gitterform hat, während das Gitter bei den älteren Röhren, wie zum Beispiel der SS1, noch als, haben wir jetzt ein schönes Bild vom Gitter, als gestanztes Blech ausgelegt war. Und bei der E, wie gesagt, war es bereits die gewendelte Form, die eigentlich sich anschließend durchgesetzt hat. Nochmal eine Detailaufnahme vom Gitter und der gequetschten Kathode, also des Wolframdrahtes. Nochmal eine Detailaufnahme vom Pumpstutzen. Und das ist eine zweite Variante der E, die sehr stark gegittert ist, und zwar so stark, dass man sieht alles außer die Röhre. Dafür ist der Aufdruck ein bisschen besser zu sehen. Gut, das System ist leider nicht zu fotografieren, weil es ist nur noch Gitterspiegel. Das Einzige, was fotografierbar war, ist wie gesagt der Pumpstutzen und der Blechsockel. Gut, und die zwei Röhren, die schauen wir uns jetzt mal auf dem Neuberger an. Ich habe sie selbst noch nicht getestet, bin jetzt also auch überrascht, wie die Testergebnisse sind. Und schauen wir mal weiter. 0 Uhr und 2 Minuten am 20.07. Zeit für die Röhrenstunde.
Es geht um das Testen der Philips D römisch 6 und der Philips E. Die D6 wird zuerst getestet mit 12 Volt Anodenspannung, 10 Volt Raumladegitterspannung und 0 Volt Gitterspannung, also das Steuergitter in diesem Fall. Und bei Raumladetetroden ist das Steuergitter das zweite Gitter gezählt von der Kathode aus. Und die Röhre sollte liefern bei 0 Volt ungefähr 1, ja, 1, also die oberste Kennlinie ist ungefähr 1,1 Milliampere. Und der Anodenstrom sollte komplett erlöschen bei minus 8 Volt. Und testen wir das Ganze mal. Dazu stecken wir mal die Röhre ein. Ich mache das jetzt komplett mit der Handkamera, weil jetzt ein paar Details gezeigt werden oder hoffentlich Details gezeigt werden. Ein Detail ist zum Beispiel, wie ich mich jetzt hier Stift konnektiere. Machen wir den mal auf Stift Nummer 5. Das ist das Raumladegitter und das wird positiv beschaltet. Ich brauche mal einen Ampermeter. Wie gesagt, es wird positiv beschaltet. Auf der negativen Schaltseite, also das zweite Steuergitter bei der Raumladetetrode, der ist auf Pin Nummer 4, weil er die restliche Beschaltung der Röhre identisch ist mit der Triode. Die Heizung ist Stift Nummer 1 und Stift Nummer 3. Und bleibt nur noch die Anode übrig, die ist auf Stift Nummer 2. Der Rest des Neubergers ist wie üblich beschaltet, also Messmodus VXX. So, da jetzt hier mit wenig Spannung gearbeitet wird, erstmal nachkontrollieren, ob alles auf 0 ist. Weil das ist eine Mimi-Mimi-Mimi-Röhre, die ganz gerne schnell kaputt geht, wenn sie zu viel Spannung bekommt. Also hier lieber zuerst alles kontrollieren und dann erst einschalten. Ich habe aber kein Okay bei der Heizung. Also, ja. Ich habe gerade großmundig gesagt, erst testen und dann einschalten und bin ich auf voller Power. Zum Glück war die Anode auf 0 gestellt und die Heizung auf 0. Also konnte nichts passieren. Sollte aber nicht passieren, also immer prüfen, dann erst einschalten. So, jetzt brennt auch die Klimmlampe für die Heizung. Ach, mein Nerve. Gut, die D6 braucht 3,5 Volt Heizspannung. Das heißt, ich gehe jetzt hier. Ah, komm, Fokus. In den 4 Volt Bereich. Stelle auf 3,5 Volt. Das Ganze muss nachher nochmal nachgeregelt werden, wenn die Röhre heizt.
Ich brauche, wie gesagt, für das Steuergitter 0 Volt. Ist auf 0. Das Raumladegitter wird mit 10 Volt beschaltet. Und die Anode bisschen zu viel, die braucht auch 12 Volt. Damit sollte jetzt alles richtig eingestellt sein. Kommt hier mal das Steckbrett. Pin 2 ist die Anode. Stift Nummer 4 ist das erste Steuergitter, das ist negativ beschaltet. Stift Nummer 5 ist der Außenkontakt für das Raumladegitter, das ist positiv. Insofern stimmt alles. So, nochmal direkt zur Warnung. Die B6 ist ein Hellbrenner. Das heißt, beim Einschalten der Heizung glüht die Röhre wie eine Glühbirne, weil es ein reiner Wolframfaden ist und das Ganze ist entsprechend hell. Die Heizspannung ist ein bisschen eingebrochen, die tue ich jetzt mal auf 3,5 nachregulieren. Wie man sieht, die Röhre ist ein Hellbrenner. Direkt mal noch die beliebten. Hoppala. Die Röhre ist in der Realität etwas gelber. Also der Weißabgleich der Kamera verfälscht die Farbe jetzt etwas. Sie ist auch nicht ganz so grell, wie es in der Kamera jetzt aussieht. Aber trotzdem, das Licht, das man jetzt hier sieht, ist alleinig von der Röhre. Kann man noch ein bisschen Hilfslicht einschalten. Schwierig den Fokus zu bekommen bei dem doch starken Kontrast. Probieren wir ein bisschen mehr Blau reinmachen. Naja. Gut, also die Heizung funktioniert. Jetzt schalten wir weiter durch, ob die Röhre auch funktioniert. Nochmal die Spannungen kontrollieren. Zwölf Volt ist Anode, Raumlade ist 10 Volt und Gitter ist 0 Volt. Und wir haben 1 Milliampere, 1,1.
sollte, wie gesagt, ungefähr 1,1 haben. Ja, sogar fast der Sollwert. Kann nachgucken. Die Spannung, Schirmgitter, Raumleitergitter ist eingebrochen. Ich korrigiere auf 10 Volt. Anode ist auch ein Tickel eingebrochen. Korrigiere auf 12 Volt. Und ich habe 1,3 Milliampere. Das heißt, die Röhre ist damit praktisch im 100% Bereich. Die oberste Linie. Wo ist mein dicker Finger? Hier. Die oberste Linie. Hier ist die 1,1 Milliampere Linie. Wäre zufriedenstellend. Wenn ich jetzt die negative Spannung hochregle, sollte bei ungefähr minus 8, minus 9 ungefähr der Anodenstrom auf 0 zurückgehen. Dann tun wir jetzt mal das Gitter in den 10 Volt Bereich legen. Und es war schon erhöht. Und bei minus 2 Volt habe ich noch 1 Milliampere. Minus 3 Volt. Minus 4 Volt. Minus 5 Volt. Minus 6 Volt, minus 7, minus 8, minus 8,5. Jetzt bin ich bei 9. Und bei 10 ist Feierabend. Also Steuerwirkung funktioniert. Damit würde ich damit sagen, die D6 funktioniert einwandfrei. Bauen wir mal um für die bauen wir mal um für die E. Die E ist eine reguläre Triode. Das heißt, hier kann das Stift für die positive Spannung können dann raus. Die anderen Stifte, die Röhre kann natürlich jetzt auch. Die geht wieder zurück ins Endlager. Und die stelle wieder die alte Frage, welcher Psychopath hat den Europasockel erfunden? So, die Röhre hat 4 Volt Heizspannung. Wir gehen noch mal auf 0 Volt Steuergitter.
Raumladegitter gibt es natürlich nicht mehr. Können wir hier auch komplett auf 0 machen. Und Anode muss jetzt auf 100 Volt. So, ist alles eingesteckt. Ich habe gerade einen Stift geklaut, sehe ich gerade. Auch hier das Steuergitter. Mit dem anderen Stift, da war ja die das Raumladegitter. So, damit ist alles dort, wo es hingehört. Die E ist auch ein Hellbrenner, also jetzt nicht erschrecken. Die Heizspannung nochmal nachregeln. Beträgt 4 Volt. Und auch die E, wie gesagt, ist sehr hell. Dasselbe Spiel. Wie gesagt, das ist rein nur die Illumination aus der Röhre. Hilfslicht. Gut, dann immer wieder zurück. In die Kampfbeleuchtung. Wo ist mein Licht? So, dann machen wir weiter. Ich habe 3,4 mA. Schauen wir mal nach, ob die Spannungen alle stimmen. Heizung ist auf 4 Volt. Steuergitter ist 0 Volt. Anode ist 100 Volt. Nein, nicht ganz, muss ganz korrekt. Und ich habe 3,5 Milliampere. Laut Datenblatt 100 Volt ist die obere Linie. Sollte ich bei 0 Volt ungefähr 2 Milliampere haben. Ich habe aber 3,5. Heizung ist 4 Volt. Das
würde heißen, dass meine relativ stark ist. Die Heizspannung, die Anodenstrom sollte ungefähr bei minus 10 Volt ungefähr komplett auf 0 gehen. Tun wir das mal anstellen. Minus 1. Minus 2. Minus 3. Minus 4. Minus 5. Minus 6. Minus 7. Minus 7. Minus 8. Minus 9. Minus 10. Ich gehe mal noch ans Weiter. Jetzt bin ich im 50 Volt Bereich. Und nochmal auf die 10 zurück. Wo wir gerade waren. Wieder die 0,5. Bei 13. Und Ruhe ist. Ja, damit würde ich sagen, die Röhre funktioniert auch sehr gut. Und damit würde ich sagen, danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.